Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2 mit dabei der Crazy252. Hallo. Und heute haben wir eine ganz besondere Aufnahme, denn ich habe heute so ein paar Folgen gewendet und mir ist aufgefallen, hey, warte mal, bei der nächsten Aufnahme ist ja schon die Folge 100 dabei. Ja, jetzt sind wir gerade in der Folge 97, wir haben jetzt 18.53 Uhr am Sonntagabend, das heißt in circa eine Dreiviertelstunde sind wir in der Folge 100. Endlich. Ja. Und diesmal sind wir nicht so ganz verplant reingegangen wie sonst. Ja, wir haben uns vorbereitet. Wir haben dann nämlich so ein paar Ideen für ein paar Maschinchen, die wir gebrauchen könnten. Und natürlich, nicht Copper, sondern alles von dem Herrn Gregorius. Also. Ja? Nicht unbedingt leichte Maschinen, also. Heute wird ordentlich gecraftet. Wir brauchen zum einen den Implosion-Kompressor. Das ist eigentlich kein Problem. Der Implosion-Kompressor, wo war er jetzt? Thermalgenerator da. Ne, das war der Blast Furnace. Nee. Da bist du. Implosion-Kompressor. Der Implosion-Kompressor braucht einen Automatic-Kompressor. Das ist eine Steel Machine Hull. Ah, da ist sogar noch eine drin. Und da wir ein paar mehr brauchen, mache ich gleich mal drei. Na, jetzt brauchen wir den Automatic Compressor. Das ist jetzt. Nein, bestimmt nicht den Integrated Circuit. Hm? NAI, du? Nicht NAI. AE, du hast einen Arsch offen. So, sechs davon. Und haben wir auch Stone im AE? Nö, aber da hinten fliegt noch was rum. Du könntest ja gleich, wenn wir. Während ich dann die nächsten Maschinen crafte, könntest du vielleicht schon mal das Gehäuse vom Implosion-Kompressor aufbauen. Oh, perfekt. Okay, das Gehäuse wären, glaube ich, wieder 3x3x4, oder? Werde ich es gleich sehen. Kann ich dir genauer sagen. Jetzt brauchen wir Advanced Alloy. Das ist Mixed Metal Ingot. Und das ist Iron, Bronze und Zinn. Haben wir das? Jawohl. Brauchen wir 4 Stück. Ab in den Kompressor damit. Nein. Dürfte relativ schnell gehen. Ja. Oh. Man merke, Mixed Metal Ingots klappen sogar im Kompressor. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ja. Ich hab da ja schon einige Sachen vorproduziert für heute. Ja, ich schau da jetzt gleich drauf. Eine haben wir jetzt. Ah, wenn ihr wüsstet, wie lange ich dafür gecraftet habe, das ist unglaublich, ey. Ich schaue jetzt mal hier in die Truhe und man sieht, der Herr feine Herr hat hier schon einen Highly Advanced Machine Block, Energy Flow Circuits, Computer Monitor, ein Prozessor Circuit Board, Industrial TNT und Iridium Alloy Ingot. Okay. Ich will jetzt mal kurz die Rezepte zeigen. Iridium Alloy ist hier eine Iridium Platte, Advanced Alloy und ein Industrial Diamond. Dann das für TNT ist einfach TNT mit Flints. Hier, Prozessor Circuit Board. Kriegt man aus Scrapboxen. Oder ich jetzt mal so, wie er es gemacht hat, in der Assembling Machine ein Advanced Circuit und eine Platinplatte. Oder? Ja. Gut. Was Ewigkeiten dauert. Also für die Energy Flow Circuit habe ich allgemein eine halbe Stunde oder eine Stunde gebraucht. Okay. Gut zu wissen. Weil die Assembly-Maschine 250 Sekunden braucht. Ach du Scheiße. Oh ja. Ja, dann hier Computermonitor aus Aluplatten, Farbe und so. Und eine Glasscheibe. Oh, und ein Gloss und das. Energy Flow Circuits. Alternativ aus Advanced Circuits, Tungstenplatten, eine Iridiumplatte und Lapperton-Kürzel. Ja. Oder so, ich schätze mal so, wie er es gemacht hat. Prozessor Circuit Board und ein Lapperton-Kürzel. Exakt. Und der Highly Advanced Machine Block. Das ist eine Stainless Machine Hull. Oh, oder eine Steel Hull. Titanplatten und Chromplatten. Gut. Jetzt habe ich euch genug damit gelangweilt und jetzt sollte auch hier mit dem Kompressor, glaube ich, fertig werden. War mein Inventar. Habe ich schon gerade gesehen. War so frei. Gut. Gut.
Dann einmal so. Na. Ah. Der hat wieder Schluck auf. Und der Implosion-Kompressor ist fertig. So, dann helfen wir mal mit dem nach da unten. Ja, Vakuum-Freezer reden wir mal nicht von. So, der Implosion-Kompressor, der kommt hier hin. Jetzt warten, warten. So, und man sieht, der braucht an Casings Standard und Reinforced. Ich kann ja auch sofort mal sagen, wie viel. Ich habe mal kurz rausgetappt. Ich brauche nämlich mal kurz das GregTech-Wiki. Wo haben wir es da? Ich glaube, das waren 14 und 28. Kann ich dir sofort sagen? 2 Sekunden. Implosion-Kompressor. Da. Der Implosion-Kompressor braucht 8 Standard und 18 Reinforced. Na, knapp daneben. Juhu. Okay. 8 Standard. Okay. Er kümmert sich jetzt darum, während wir eine weitere Maschine machen, und zwar die Plate Cutting. Die Plate Cutting Maschine braucht Stahlplatten, Zahnräder, Steel Gears, Steel Machine und One Circuit und eine Diamond Saw Blade. Und eine Diamond Saw Blade wird aus Cobalt Brass gemacht. Und wie kommen wir an Cobalt Brass? Das ist eine sehr gute Frage. Cobalt Brass ist nichts anderes als Brass Dust mit Alu und Cobalt Dust. Gut, würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal den Cobalt Dust. Cobalt Brass Dust. Cobalt Brass. Gut, Cobalt Brass Dust. Das ist. Kriegen wir das vielleicht so? Ah, dachte ich mir. Das ist jetzt Kupfer und Zinn. Na? Ja, ich habe einen Stack genommen, ich weiß, bla 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 bla. Wie viel bekommen wir da raus? 9 Stück. Und für ein Gear brauchen wir ein. Oh, passt. Ich will hoffen, dass das jetzt im Pulverizer geht. Drin. Oh, hier ist noch Yellowium. Jetzt werden wir sehen, ob es klappt. Ach ja, zu den Bienen. Ich habe ja schon mal ein paar vorgezüchtet. Ich habe auch den Advanced Mutat von fertiggestellt. Oder eher gesagt, wir. Und geht das? Und wir bekommen Bronze. Das, was habe ich jetzt verkackt? Passiert. Ach, wir brauchen Zink. Auch gut. Boah. Mein FPS war gerade so niedrig wie noch nie. Gut, dann eben 3 Zink. Ich muss eigentlich am Montag nochmal mit Baker drüber quatscheln. Was? Quatscheln? Jetzt sollte das aber gehen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, rest das. Gut. Also die Standard-Maschinen-Casings habe ich. Gut. Wir brauchen jetzt auch Alu-Dust. Haben wir und Kobalt. Nochmal Reinforced? Standard 8 und Reinforced 18. Okay. Haben wir noch Kobalt? Bestimmt. Als ob wir kein Kobalt mehr hätten. Ah, brauchen wir nur eins. Ah, da bist du jetzt gerade dran. Okay, dann gehe ich an das andere. Gut. Jetzt noch einen Kobalt-Ingot da rein. Dust. Da muss ich mal kurz aufstoßen. Entschuldigt bitte. Und damit haben wir Cobalt Brass.
Cobalt Brass wird jetzt, glaube ich, einfach nur geschmolzen, oder? Ja. Machen wir mal gerade hier drüben. Dann Redstone Furnace, der ist ja dafür schnell genug. Oh, Uran. Jeder zeigt heutzutage das Uran in der Tasche. Das klatschen wir dann schon mal in die Plate Bending Machine. Die brauche ich mal ganz kurz. Wenn die Plate Bending Machine fertig ist, dann tue ich sofort den Stahl wieder rein, ne? Wie viele hast du denn drin? Ich habe nur 4 Barren reingetan. Okay. So. Stahl ist wieder dran. So, was brauchen wir jetzt noch? Wie heißt das nochmal? Ah ja, Fire. Brauchen wir 4 Stück. Und dann können wir einmal den hier machen. Hast du gerade die Wünsche? Ja. Ich nehme die mal ganz kurz, ne? Okay. Sehr gut, ist wieder drin. Zurück zur Plate Cutting Machine. So, was können wir dafür schon mal machen? Oh, wir brauchen noch Stahlzahnräder. Machen wir dann, glaube ich, mal einfacher. Ich sagte, das machen wir dann, glaube ich, mal einfacher. Ja. Wohl doch nicht so gelungen, ne? Hammer. Ach, jetzt kommt's noch, natürlich. Mhm. Ich brauche mal kurz 4 Stahlplatten. Ja, sind gerade drin. Ja, aber irgendwie will der Server gerade nicht. Entweder lag's bei mir oder. Ich habe keine Lags. Jo, dann lag's bei mir. Ah. Hä? Hä? Was ist? Hä? Boah, ich hasse diesen Server manchmal. Ey. Ja, jetzt wo du sagst, das Server ruckelt ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ich habe bis jetzt noch kein Problem mehr. Ich kann gerade nicht auf das AE zugreifen. Wie baut man den Implosion Compressor ab? Ah, hab's. Ich glaube, ich muss mal kurz einen VLOG machen. Okay. Ja, jetzt seht ihr auch mal ausnahmsweise der IP vom Server. Nix da. Aber es ist echt krass, wie warm es heute ist, ne? Oh, es geht. Also ganz ehrlich, ich habe gerade echt keinen Bock hier am PC zu sitzen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz okay. Sehr gut, jetzt habe ich es. Das war jetzt einfach so und so. Gut, ich brauche noch Stahl. Und zum Alloy-Smelter and beyond. Die Platte rein und die Stahlbahn. So, in der Zwischenzeit können wir ja vielleicht schon mal weitermachen.